Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car-Mechanic Simulator. Ja, in der letzten Folge habe ich ja hier aus Dummheit Steuerkette und Nockenwellenrad vergessen, musste ja den ganzen Mist hier vorne nochmal auseinandernehmen. Das habe ich auch schon gemacht, das wollte ich euch jetzt nicht nochmal antun, reicht ja schon, wenn wir es gleich wieder zusammensetzen müssen. Steuerkette war noch hinüber, das hatte ich im Auftrag nicht gesehen und das Nockenwellenrad war auch noch hinüber. Ja, sehr schön, wenn man nicht aufpasst oder nicht hinguckt, ne, dann passieren solche Sachen, leider. Ja, Teile habe ich schon besorgt, das ist soweit alles geklärt. Und ja, der Rest, der war ja sowieso, den hatten wir ja schon wieder ups, zusammengesetzt. Glücklicherweise war es jetzt nicht so viel, musste jetzt hier nur die Rollen und alles austauschen wieder. Nicht austauschen, ausbauen. Und von daher ging es ja einigermaßen. Ich habe jetzt schon echt gedacht, ich muss da jetzt den kompletten Motor auseinanderroppen. Das wäre dann auch wieder komplett gewesen, aber gut, okay, da haben wir Glück gehabt. Das passt. Und von daher alles gut. Nur das Einzige ist halt, ja, es hat alles wieder länger gedauert dadurch, ne? War so nicht geplant, aber gut, okay, passiert. Ist halt so. Können wir nichts machen. So. Aber wir sind jetzt gleich auch schon wieder fertig. Wenn ich jetzt hier sehe, welches Teil mir hier gerade fehlt. Ah, hier unten, die Umlenkrolle. Es blendet hier alles so ein bisschen, deswegen sieht man es auch ein bisschen schlecht. So, Riemen rein. Dann hier Riemenspanner rein. Das Ding rein hier. Und dann sollten wir doch schon wieder fertig sein. Dann muss da noch Öl in den Motor. Das habe ich ja auch noch nicht gemacht. Wo haben wir hier? Einmal bitte neues Öl einfüllen. Hallo? Hallo. Immer wieder rein mit dem guten Zeug. Danke dafür. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist soweit alles geklärt. Das Einzige, noch einen lauten Auspuff. Laut beim Beschleunigen, da ist der Auspuff defekt, das habe ich schon nachgesehen. Das war der Endschalldämpfer hier hinten. Habe ich auch schon einen neuen besorgt. Können wir auch schon direkt einsetzen. Na komm her. Okay, ich habe schon direkt zwei besorgt. Sehr schön. Kann man auch mal machen. Passt. Und damit ist der Wagen wieder fertig. Herrlich. Nice, sehr schön. Geil. 3.799 Dollar. Wow. Ist jetzt nicht gerade der Hit, aber naja, gut, okay. Passt auch. Ist okay. Kann man mit leben. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier an unser neues Projekt auch direkt ran. Ne, verkaufen wollte ich nicht. Und zwar schmeiße ich den mal auf die dritte Bühne. Da hatte ich mich ja auch schon für einen Motor entschieden. Ich muss nur noch mal gucken, welcher das war. So, was wollte ich jetzt hier reinpacken? Achso, den zweiten Auspuff hier noch. Jetzt habe ich doch einen zu viel gekauft. So ein Mist schon wieder. Ne? Da, tschüss. Rein damit. Sehr schön. Yeah! So, dann können wir den Müll hier noch entsorgen. Weg, weg, weg. Und dann machen wir die Kiste hier noch auf. Warum nicht? Ach nö, nicht schon wieder Felgen. Also eigentlich freue ich mich über Felgen, aber ich würde gerne mal einen Felgensatz bekommen. Damit könnte ich viel mehr anfangen. Als immer nur vereinzelte Felgen in verschiedensten Größen und. Ah, da wirst du bescheuert, ey. Da wirst du echt doof. Halt. Der Riemen kommt hier rein und die Felgen kommen hier rein. So, zack und zack, fertig, sehr schön. Nice. Haben wir das auch erledigt? Passt. So, hier hatten wir ja schon neue Motorhaube draufgeschmissen, eine neue Tür reingeballert. Einen Spiegel habe ich noch für die andere Seite. Dann, okay, die Scheibe, die können wir rausnehmen. Ah, hier ist noch Stoßstange drauf. Können wir auch rausnehmen. Rücklicht können wir noch rausnehmen. Braucht kein Mensch mehr. Den Kotflügel können wir hier mal abmachen.
Einen kaputten Scheinwerfer. Ist hier vorne noch irgendwas drin? Nein. Okay, das passt. So, ansonsten sind keine Scheiben mehr drin, nichts mehr. Nein, sehr schön. Okay, da haben wir das nämlich auch schon erledigt. Das passt auf jeden Fall. So, was ist denn das jetzt hier? Ein Delray Custom. Ne, gucken wir jetzt erstmal, ob wir den Kotflügel noch retten können. Besser ist das. So, ja, können wir. Und die Stoßstange können wir auch retten. Aber da habe ich ja gesagt, ich will da Tuning-Stoßstange drauf machen. Deswegen, ne, müssen wir da mal gucken. So, ne, Quatsch, so nicht, aber so. Kotflügel. Bam, drauf. Okay, der war mal blau anscheinend. Ja, ne, da müssen wir jetzt mal schauen. Also Kotflügel, rechte Seite haben wir soweit fertig. Dann schauen wir mal eben, was kriegen wir hier an Tuning-Teilen. Delray Custom. Würde ich die nehmen. Und für vorne würde ich... Ja, komm, nehmen wir die. Oh ne, einmal bitte nur. Passt. Und die Tuning-Stoßstangen noch. Und dann brauchen wir das Ganze, die ganzen anderen Teile noch. Delray Custom. Und zwar, warte mal, wir haben den Spiegel links. Ich brauche einen Spiegel rechts noch. Ich brauche die Heckscheibe. Karosseriescheiben brauchen wir. Ein Kotflügel links brauchen wir. Eine Tür links brauchen wir. Und die Scheiben brauchen wir. Damit dürften wir alles haben, ne? Ja. Perfekt. Sehr schön. Dann können wir den ganzen Kram nämlich einbauen. Dann haben wir das nämlich auch schon soweit. Und dann können wir den Wagen eigentlich schon schweißen. Dann ist der, ja, zumindest schon mal einigermaßen wieder am Start. So, Tuning-Stoßstange bin ich jetzt mal gespannt. Nice. Ja, die sieht nicht schlecht aus. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir die... Oh, eine Heckklappe brauchen wir auch noch. Eine Heckklappe wird noch benötigt. Oh nein! Ah, ich Idiot. Ich habe den Spiegel zu viel gekauft. Die werden wir wohl dann einzeln lackieren müssen. Weil die Frontstoßstange hätte ich gerne auch so in Chrom wie die Heckstoßstange. Das sieht bestimmt geil aus. Ja, sehr schön, das passt. Damit komme ich zurecht auf jeden Fall. So, Scheiben sind drin, passt. Tür muss rein. Fensterscheibe rein. Spiegel drauf. So, das passt soweit. Ja, nice, haben wir das doch auf jeden Fall schon mal wieder am Start. Da sieht der Wagen doch schon mal wenigstens wieder einigermaßen okay aus. Das Ding ist... Warte mal, die nehme ich mal ab. Ich will mal gucken, ob man die irgendwie chrom lackiert kriegt. Wie ist das? Metallic, matt, chrom. So, und jetzt hätte ich sie aber gerne in... Hell. So müsste das doch eigentlich passen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Jo. Nice. Ja, so sieht das doch geil aus. So gefällt mir das. Ja. So passt das auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wischen wir da auch direkt nochmal durch. Einmal dritte Bühne. Ja. Wegstellen. Sieht der Innenraum auf jeden Fall schon mal wieder aus wie geleckt.
Das passt. Und dann müssen wir das Ding noch schweißen. Dann haben wir die Aufgaben auf jeden Fall schon mal wieder erledigt. Dann sieht der Wagen schon mal wieder einigermaßen nice aus, würde ich sagen. Farbe, ja, müssen wir mal gucken. Also, ja, so gefällt mir das. Das Grün, nee. Oder? Nee, da muss was richtig Böses hin, irgendwie. Aber mal schauen. Da wird mir vielleicht noch was einfallen. Gucken wir mal. Was dem gut zu Gesicht stehen würde, wäre dieses Kettenlenkrad auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was wir da für Sitze reinpacken. Felgen, ja, habe ich ja gesagt, ne? Da weiß ich auch noch nicht so ganz. Nummernschilder brauche ich noch. Ja, und Motor hatte ich ja. Moment, was hatte ich ja gesagt? Was hatte ich da? Was wollte ich da? Den V8 ORV Magnum, ne? Wollte ich haben. Ja. Den nehmen wir. Ist schön groß, passt. Leistung, ja gut, ist okay. Kann man mit leben. Aber da muss ich dann auch noch schauen, was ich dafür für Teile brauche. Das wäre dann V8 ORV Magnum. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Hier, da. Der soll es werden. 326 PS. Kriegen wir hin, ne? Würde ich sagen. Ich muss nur mal gucken, was ich da. Oh, ne, Quatsch. Da wollte ich nicht drauf. Was ich da jetzt für einen Motorblock brauche. Ah, den orangenen V8 ORVC. Ja, dann holen wir den doch schon mal aus dem Lager. Ey. Ist die Frage, haben wir den noch als Tuning-Motor? Oha, ja, auf jeden Fall. V8 ORVC mit zwei Verbesserungen. Der kriegt mal den. Den anderen spare ich mir nochmal auf. Dann haben wir, würde ich sagen, den Grundstein auf jeden Fall schon mal gelegt. Nice, gefällt mir. Nur halt, wir müssen erstmal den ganzen anderen Rotz daraus machen. So, was sind die Kühler hier? Sehr schön. Konnten wir reparieren. Passt. Die Batterie können wir schon mal aufladen. Haben wir das auch schon mal aus den Füßen? Können die Teile auch schon wieder rein. Wobei, beim Kühler bin ich mir noch nicht mal sicher, ob der überhaupt wieder da reingehört. Aber gut, werden wir sehen. Nice. Ja, Batterie nehme ich gleich runter. Ja, Felgen, ne? Da habe ich ja auch schon gefragt, so wie machen wir das am besten? Habt ihr da schon mal Erfahrung gemacht? Von wegen, dass man kleinere Felgen nimmt und der dann tiefer wird? Oder könnte das funktionieren? Weil hier in dem Game fehlen echt noch Tuning-Fahrwerke. Dass man Wagen auch tiefer legen kann. Das würde dem Game hier auf jeden Fall richtig gut zu Gesicht stehen, würde ich sagen. Das würde ich richtig abfeiern. Weil dann kann man richtig geile Karren nochmal extra machen. So, komme ich hier dran? Ja, nice, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier hinten direkt die Hinterachse ab, wenn wir schon einmal dabei sind, weil wir die hier gerade schon am Start haben. Dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Dann kann ich nämlich auch in der Folgenpause die Teile reparieren und wieder soweit vorbereiten. Dann habe ich das auch schon, haben wir das auch schon am Start für die nächste Folge dann wieder. Ich bin mal gespannt, wann die neuen DLCs kommen, auch vor allen Dingen. Soll ja Mercedes und noch zwei andere kommen. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wann die erscheinen. Aber ich warte ja auch noch auf
Ja, DLC ja, Patch für Truck Driver ganz dringend. Da habe ich ja in der gestrigen Folge leider einen kurzen Ausraster gekriegt. Dann warte ich auch noch auf das DLC vom Bus-Simulator. Da muss auch auf jeden Fall noch was passieren. Bin ich auch mal gespannt, wann das kommt. Ja, es könnten noch einige DLCs oder Patches kommen. Würde ich auf jeden Fall begrüßen. Aber da jetzt immer weniger Leute auch arbeiten gehen dürfen und immer mehr das öffentliche Leben so langsam zum Stillstand kommt, kann man auch so langsam irgendwie mal mehr Zeit zum Zocken. Kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr erledigt. So, haben wir alles? Ja, sehr schön. Haben wir die jeden Tag so auf jeden Fall schon mal wieder runter. Passt. Können wir Mittelschalldämpfer noch ausbauen. Und ja, weil wir geil sind, machen wir hier noch Flexrohr raus. Getriebe kann man da rausnehmen. Dann ist der Motor nämlich auch freiliegend. Dann haben wir das Ding nämlich auch fertig. Ach so. Naja, gut, okay. Gucke ich mir noch an. Das Ding ist ja jetzt habe ich den einen Motor schon auf dem Motorständer. Was natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist, aber gut, okay. Und ich dadurch den hier natürlich jetzt hier nicht auseinandergebaut bekomme, aber ist egal. Passt auch, würde ich sagen. Kriegen wir auch noch hin. So, dann können wir nämlich hier vorne noch schnell den Mist rausnehmen und dann haben wir das auch. Dann haben wir den Wagen nämlich soweit komplett wieder entkernt. Passt dann auch. Mit dem Motor gucke ich dann mal. So, komm. Das kriegen wir diese Folge noch hin. Dann haben wir das. Raus damit. Raus damit. Habe ich gesagt. Und raus damit. Und das Gummilager kann man ja auch direkt rausnehmen. Jawohl, geht so. Das Gummilager hier noch. Dann schwenken wir direkt zum nächsten Gummilager rüber. Auf jeden Fall läuft's gut. So. Das sind ja eh alles Teile, die wir sowieso nicht reparieren können. Die kann ich dann eh neu kaufen. Und ja, dann war es das so. Seht, wie gesagt, also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr da Erfahrung mitmacht, wenn man kleinere Felgen drauf macht. Ob der Wagen dann optisch was tiefer wird. Oder ob der einfach nur so hoch bleibt und es einfach dann nur noch Kacke aussieht. Würde mich mal interessieren, gerade für den Wagen hier. Könnte ich mir vorstellen, wenn wir den da mit kleineren Felgen etwas tiefer kriegen, sieht er noch böser aus. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Und dann, ja, schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier Folgenpause. Wir haben jetzt soweit alles auseinandergenommen. Motor nehme ich jetzt noch raus. Beziehungsweise muss ich ja eh auseinanderschrauben. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge den anderen Motor da zusammengebastelt kriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.